Liebe Geschwister, ich möchte euch eine Khutba präsentieren, einleitend mit den Worten Omars. Möge Allah Ta'ala mit ihm zufrieden sein. Er sagte: Keiner von euch sollte Allah um Versorgung bitten, während er selbst die Arbeit verabscheut, während er selbst der Arbeit aus dem Weg geht. Denn wir wissen, dass der Himmel weder Gold noch Silber herabregnen lässt und dass Allah seine Versorgung auf seine Diener verteilt durch die wechselseitigen Bedürftigkeiten. Jemand kann eine bestimmte Ware geben, aber dafür braucht er andere Waren. Jemand ist ein Arzt, aber er braucht Helfer, etc. Das heißt, jeder hat etwas zu geben, wenig zu geben, vielleicht auch nur eine Sache zu geben, aber viele Bedürfnisse. Und durch diese wechselseitigen Bedürfnisse verteilt Allah Ta'ala die Versorgung. Und der Himmel erregnet weder Gold noch Silber. Und dann rezitierte er einen Vers, den wir heute inshallah genauer noch untersuchen werden. Und zwar aus der Surat Al-Jumu'ah. Also der Sure aus dem Koran, die wir heute in dem Sinne näher erfassen, weil heute der Freitag auch ist. Ja? Allah Ta'ala sagt in der 62. Sure: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Und wenn das Gebet beendet ist, haben wir dann einen Ruhetag, so wie es den Ruhetag gibt für die Christen oder in noch drastischerer Form bei den Juden? Nein, Allah Ta'ala sagte: So breitet euch im Lande aus und strebt nach der Gunst, strebt nach den Gnaden von Allah. Und gedenkt Allahs, auf dass ihr erfolgreich sein möget. Dieser Vers, liebe Geschwister, er ist ein Motto für den Muslim, weil sein Leben besteht aus dem Gebet, ja, den Ibadat. Aber sein Leben besteht genauso auch aus Arbeit. Und das Interessante ist, Allah Ta'ala, als er Fantashiru gesagt hat, so breitet euch im Lande aus. Ich habe über diesen Vers nachgedacht und ich werde noch näher forschen. Ich habe die Zeit nicht gehabt, diese Idee kam kurz vor der Khutba. Warum dieser Vers breitet euch aus? Also, ja, verstreut euch. Hätte es nicht genügt, وَبْتَرُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ und strebt nach der Gunst von Allah, also nach dem Lebensunterhalt auch, nach dem Materiellen, was unser Leben auch hier ermöglicht. Hätte das nicht genügt? Aber einerseits ist hier nicht nur die Mühe wiedergegeben mit وَبْتَرُوا, sondern auch eine Streuung. Und Allahu A'lam, wie gesagt, eine Sache, die ich noch näher erforschen werde. Das heißt, nicht nur auf eine Weise, sondern gestreut. Verbreitet. Das heißt, wir halten uns an unser Gebet, aber wir bemühen uns auch bei der Arbeit. Aber das mit dem Gedenken an Allah, وَذْكُرُوا اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Das heißt, selbst wenn wir arbeiten, und sei es am Fließband oder im Handel oder in irgendeinem anderen Beruf, der halal ist natürlich, wir gedenken Allah Ta'alas. Und das ist wichtig für uns zu wissen in dieser Zeit, liebe Geschwister. Machen wir einen Ausflug in euren Alltag, in euren Berufs- oder Schulalltag oder Studienalltag. Stellt euch vor, ihr seid gerade am Lernen für die Prüfungen. Oder du machst gerade deine Hausaufgaben. Ja? Jemand anderes, er ist in der Bäckerei und knetet gerade den Teig. Ein anderer, ja, bei der Autovermietung. Stellt euch euren Alltag vor. Und subhanallah, auf einmal ist er da. Der Tag des Gerichts. Was würdet ihr jetzt machen? Der Tag des Gerichts ist gekommen.
Vielleicht haben einige von uns nachgedacht, dass man sofort nochmal die Gebetswaschung macht, vielleicht sogar Tayammum, ja, weil die Zeit ist vielleicht nicht mehr da. Und dann betet man seine letzten Gebetseinheiten. Oder man wirft das, was man in der Hand hat, nieder und macht ein Bittgebet. Oder man ruft vielleicht die Eltern noch an und sagt, Mama, Papa, verzeih, ich habe viel Mist gebaut. Ja? Aber subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er beschreibt gerade diese Situation. Er sagte, wenn einer von euch einen Setzling in der Hand hat und er ist gerade dabei, ihn einzupflanzen und der Tag des Gerichts kommt, wie ist ein authentisch überlieferter Hadith, liebe Geschwister, was soll er dann machen? Den Setzling wegwerfen und beten? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, soll er ihn zu Ende einpflanzen. Man überlegt, welchen Sinn hat das? Wer wird im Schatten von dieser Pflanze eines Tages sitzen oder stehen? Niemand. Der Tag des Gerichts wird alles auslöschen. Wer wird von seinen Früchten essen? Wer wird von den anderen Dingen, die man von Pflanzen profitieren kann, einen Nutzen daraus ziehen? Niemand, keiner. Es hat also keinen materiell logischen Sinn. Das heißt, was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass der Ibadah auch Arbeit ist. Und deine Arbeit auch eine Ibadah ist. Wenn sie, wie gesagt, halal ist und mit den richtigen Absichten. Und zum anderen, manchmal ist man in einer Lebensphase oder manchmal erscheint es auch so, dass der Tag des Gerichts wirklich sehr nah ist. Ja, und manchmal sind es so, sagen wir mal, Gefühle, die eine Gemeinde überkommt oder eine Einzelperson überkommt. Und dann am Ende sagt man, es hat auch eh alles keinen Sinn hier, dieses Weltliche. Ich ziehe mich zurück und lese Koran und bete etc. Auch solche Leute sollten durch diesen Hadith eine Heilung bekommen. Weil ansonsten würden sie 10 Jahre auf den Tag des Gerichts warten und dann am Ende, ja, sie hätten sich nicht entwickelt, sie hätten der Gesellschaft auch nichts geben können, sie wären abhängig von anderen Leuten geworden. Diese beiden Bedeutungen unter anderem enthält dieser Hadith, liebe Geschwister. Wenn Allah Ta'ala wabtaru sagt, ja, strebt nach der Gunst von Allah, wabtaru min fadlillahi, dann ist in diesem Wort Fadl, und so hat das auch Omar verstanden, ist ein Verständnis dem Besitz gegenüber, dem Lebensunterhalt gegenüber, was positiv ist. Solange wir die Welt, liebe Geschwister, in unseren Händen halten und sie nicht in unserem Herzen ist, ist alles gut. Wenn sie in unserem Herzen ist, dann wird es unser Herz verderben. Und wenn sie nicht in unseren Händen ist, dann werden Muslime schwach sein. Und das Licht des Islams wird schwächer leuchten. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay. Wahrlich, Allah hat die Perfektion für alle Dinge vorgeschrieben. Das ist eine Pflicht für alle Angelegenheiten. Gut, wir denken vielleicht erstmal so an das Religiöse. Ja? Aber dann gab er ein Beispiel. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. Und wenn ihr schlachtet, so schlachtet auf perfekte Art und Weise. Schlachten. Ich überlegte mir, was bedeutet hier Schlachten? Warum dieses Beispiel Schlachten? War das damals eine Spezialisierung? Und subhanallah, von dem, was ich mir aufgelesen habe, jeder konnte schlachten, mehr oder weniger. Es war ein naturverbundenes arabisches Großvolk, wenn man so will. Ob jetzt die Polytheisten oder Juden oder Christen und die Muslime später. Ja? Schlachten war etwas, jeder konnte schlachten. Aber in dieser Alltagsangelegenheit, sogar da sollst du Perfektion an den Tag legen. Und jeder sollte sich kurz zurückziehen innerlich und fragen, wo ist meine Perfektion in meinem Alltag? Als Schüler, als Student, als Auszubildender, auf der Arbeit.
Und das, was uns fehlt zur Perfektion, liebe Geschwister, das ist auch gleichzeitig der Mangel, den wir haben in Sachen Gottesdienst. Wenn wir festgestellt haben, dass Perfektion in der Arbeit eine Ibada ist und dass die Arbeit selbst eine Ibada ist, eine Notwendigkeit des Lebens ist und eine Voraussetzung für den Erfolg. La'allakum tuflihun. Diesseitig wie auch jenseitig. Ja, euer Gebet, euer Verbreiten, euer Verstreutsein im Land, euer Mühe geben bei dem Erwerb vom Lebensunterhalt, euer Gedenken an Allah Ta'ala, all dies, auf das ihr erfolgreich sein möget. Eine Voraussetzung für den Erfolg. Das heißt, da wo wir nachlässig sind, da wo wir das gar nicht ernst nehmen, liebe Geschwister, da sind wir auch von Allah Ta'ala fern. Was geht noch damit einher, liebe Geschwister, wenn wir die schulischen, die Bildungsmöglichkeiten, die Arbeitsmöglichkeiten, die Weiterbildungsmöglichkeiten ernst nehmen? Was geht damit noch einher? Omar sagte zu einer bestimmten Gelegenheit, dass es keine Handelsmonopole geben darf. Er hat gesagt, überlasst den Handel nicht diesen und jenen Leuten, sodass ihr dann abhängig werdet. Und im Handel, sagte er, liegt ein Drittel der Macht. Versuchen wir das in unsere heutige Zeit zu übertragen. Und unser Leben ist geprägt von, ist voller Momente, wo wir eine Bedürftigkeit gegenüber einer anderen Berufsgruppe hatten. Wie Omar gesagt hat, Allah Ta'ala verteilt seine Versorgung durch die gegenseitigen Bedürftigkeiten unter den Menschen. So ist es ganz normal. Mal brauchen wir den Zahnarzt, mal brauchen wir den Schuster, den Schlüsseldienst etc. Und wenn wir als muslimische Gemeinde uns dort nicht ausbreiten in den verschiedenen einzelnen Berufen, alles den anderen, den Fleißigen überlassen, wie stehen wir dann da? Wir stehen dann schwach da, liebe Geschwister. Das heißt, wenn man einen Beruf erlernt. Vieles Gutes geht damit einher. Zum einen Verdienst. Du hast dein eigenes Geld. Du kannst spenden. Du kannst Projekte unterstützen. Du bist nicht abhängig von Menschen. Ibn al-Qayyim erwähnt das Zitat von einem Gelehrten und einem Asketen, der sagte, es gibt drei Hauptgnaden. Die erste Gnade ist natürlich der Islam. Und danach die Gesundheit. Und dann an dritter Stelle erwähnte er die Unabhängigkeit. Natürlich nicht Allah Ta'ala gegenüber, das ist unmöglich. Aber einen Höchstgrad an Unabhängigkeit gegenüber den anderen Menschen. Wenn du deinen Beruf hast, dann bist du unabhängig von Menschen. Bis zu einem gewissen Grad. Und damit geht auch ein gewisses Ansehen einher in der Gesellschaft. Nicht, dass wir das für Hochmut gebrauchen. Aber vielleicht wollen wir eines Tages mal einen Ratschlag geben. Vielleicht wollen wir eines Tages mal auf die Schönheit unserer Religion hinweisen. Da wollen wir doch, dass unser Wort ernst genommen wird, oder nicht? Und dein Wort wird viel ernster genommen, wenn du einen Beruf hast in der Gesellschaft. Und das kennen wir. Und du hast auch andere Möglichkeiten. Wenn du dich hochgearbeitet hast, auch wenn du noch Leute über dir hast, aber du bist der Vorgesetzte. Das heißt, du kannst darüber entscheiden, wer arbeitet bei dir, wer arbeitet nicht bei dir. Du kannst vielleicht Menschen eine Chance geben, bei dir zu arbeiten, die vorher diskriminiert wurden, die gar nicht die Möglichkeiten hatten, ihre Talente und ihre Kompetenzen unter Beweis zu stellen. Aber du kannst sagen, ah, freut mich. Kopftuch, kein Problem, aber du musst was darunter haben, im Sinne von was drauf haben. Hell, dunkel, alles egal. Aber du musst es drauf haben. Und dann gibst du diesen Menschen die Chance. Vielleicht gibst du anderen eine Ausbildung. Du bist der Chef, der Vorgesetzte. Du kannst diese Menschen auch, die dann unter deinem Verantwortungsbereich arbeiten, sehr positiv prägen. Warum? Weil dort können sie dein wahres Gesicht sehen, während du Macht hast. Ja, weil wenn man
wenn man der wenn man unter jemandem arbeitet, wird man immer Höflichkeit an den Tag legen, allein aus Klugheit, allein aus Strategie. Weil wer will sich schon mit seinem Chef anlegen? Aber wenn der Chef gegenüber seinen Mitarbeitern höflich ist, was zeigt das? Das zeigt wahrhaftig guten Charakter. Und so kannst du Menschen prägen, positiv. Du kannst etwas hinterlassen. Und wie schön ist es, wenn man Menschen prägen konnte in seinem Leben. Ich will euch aus der folgenden Begebenheit von Musa etwas nahelegen. Allah Ta'ala sagte, ich meine in der 28. Sure, berichtete er die Geschichte von Musa alaihi salam, der ja auf einmal flüchten musste. Hatte nicht die Möglichkeit gehabt, das alles zu organisieren, ja, bis seine Füße wund und blutig waren. Hatte nichts bei sich, kam total erschöpft in diese Situation hinein. Als er sah, als er die Oase erreichte, dass Männer ihr Vieh tränkten, aber zwei Frauen außerhalb mit anderem Vieh auf eine Gelegenheit warteten. Und die Situation war noch nicht klar. Musa alaihi salam, er war in einem fremden Land, er kannte die Leute dort nicht, aber er sah diese Situation. Und jetzt geht's weiter. Qala ma khatubukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Er fragte die beiden Frauen, was ist los mit euch? Hätte ja sein können, dass ihr die Schwestern oder Ehefrauen von den Männern dort sind. Ja? Und sie sagten, ja, sie beschrieben ihre Lage, dass sie erst dann ihr Vieh tränken können, ja, wenn die anderen damit fertig sind. Und sie sagten, unser Vater ist ein alter Mann, ist ein alter Mann. Was passierte dann? Habt ihr noch diesen Buchstaben Fa in eurem Herzen, über den wir gesprochen haben, der die Direktheit, die Verbundenheit von zwei Ereignissen vermittelt? Was machte Musa dann? Ihr und ihr wisst, er ist bedürftig. Er braucht Geld, er braucht Essen, er braucht Trinken, er braucht Arbeit. Er muss erstmal wissen, wo ist er überhaupt? Er wusste gar nicht, wo ist er genau? Was machte Musa alaihi salam? Er sprach kein Wort. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. Er hat kein Wort verloren. Er nahm sich das Vieh von den Frauen und mit seiner Stärke, obwohl er auch ausgelaugt war, er tränkte direkt das Vieh von den Frauen. Er setzte sich gegenüber den fremden Männern durch, die in der Mehrzahl waren, die ihr Land kannten, etc. Und dann ging er zu den Frauen und sagte, jetzt will ich Geld oder jetzt will ich einen Anteil vom Vieh oder, ja, nein. Dann, nachdem er gearbeitet hat, ja, ging er zum Schatten, fern von den Menschen und sagte, oh Allah, was es immer auch sein mag, ich bedarf es. Ich bin dir gegenüber arm, in allen Bereichen. Weil er hat alles gebraucht. Ein frisches Paar Kleidung, Schuhe, Essen, Trinken, Auskunft, wo er ist er überhaupt in Sicherheit, etc. Auch nicht verheiratet. Und was passierte dann? Nachdem er gearbeitet hat, nachdem er gezeigt hat, wer er ist und was er drauf hat, Allah öffnete die Türen. Und nach diesem Bittgebet direkt kam eine der beiden Frauen schamhaftig zu ihm und hat gesagt, unser Vater lädt dich ein und er möchte dir einen Lohn geben für das, was du getan hast. Okay, was haben die beiden Frauen ihrem Vater erzählt? Was haben die ihrem Vater erzählt? Die haben gesagt, ein Fremder, der keinen Lohn von uns verlangt hat, als er uns bedürftig gesehen hat und das Vieh tränkte. Was dachte dann der Vater? Der dachte, der hat's drauf. Mit dem kann man was anfangen. Und er lernte ihn dann kennen und sagte, willst du für mich arbeiten? 8 oder 10 Jahre. Und das ist dann deine Brautgabe dafür, dass du meine Tochter heiratest. Jetzt eine Frage. Sind wir so wie Musa alaihi salam?
der was drauf hat, der jede Gelegenheit für eine gute Tat wahrnimmt, auch wenn er erschöpft ist und das für Allah Ta'ala tut aus Prinzip. Weil eine Redensart sagt, wenn du eine Aufgabe hast, dann gib sie jemandem, der zu tun hat, nicht derjenige, der nichts zu tun hat. Denkt man, Moment, aber der andere hat doch zu tun. Aber die Logik dahinter ist, weil derjenige, der gerade was macht, der hat etwas drauf. Aber derjenige, der gerade nichts macht, der hat nichts drauf. Deswegen verschwende deine Zeit nicht mit ihm. Und zu welcher Sorte von Menschen, liebe Geschwister, gehören wir? Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Musa stellte seine Arbeitskraft zur Verfügung, damit er keusch sein kann, damit er die Grenzen nicht überschreitet und für seinen Lebensunterhalt. Und unsere Jugend, wir brauchen diesen Lebensplan. Wenn du 18 oder 19 oder 20 bist und du willst in 2-3 Jahren heiraten, dann fängt dein Plan jetzt an. Und dies, liebe Geschwister, hat auch unabhängig davon, dass wir Geld brauchen, um zu leben. Vielleicht sagt ja einer, ja, mein Vater ist reich und ich habe Beziehungen hier und da. Ich brauche nicht arbeiten. Es ist eine Frage der Ehre. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, es ist besser für einen von euch, dass er in die Berge geht und dort Brennholz sammelt. Ja, so Brennholz. Ihr wisst ja, in Arabien alles voller Wälder und ja, Brennholz überall. Überhaupt nicht. Das ist knallharte Arbeit, Brennholz zu sammeln. Ja, das ist nicht im Überfluss dort. Muss man hart suchen. In die Berge, hoch und wieder runter und schleppen. Das ist besser für euch, wenn man dieses Brennholz sammelt und verkauft, als wenn man andere fragt und selbst wenn sie einem geben. Und er sagte, dadurch hat man sein Gesicht vor Allah bewahrt. Das genügt uns, liebe Geschwister. Omar sagte, als er Jugendliche gesehen hat, die ihn so beeindruckt haben, und fragte, welchen Beruf sie haben, was sie drauf haben. Und sie sagten, nichts. Er sagte, jetzt beeindruckt ihr mich nicht mehr länger. Der gute Eindruck, den ihr ursprünglich bei mir hattet, der ist komplett verloren gegangen. Wahrt euer Gesicht vor den Menschen. Und wenn ihr dies nicht tun wollt, wahrt euer Gesicht vor Allah, liebe Geschwister. Wir müssen dort aktiv sein. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ein Rätsel. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam und fragt euch, warum hat er ihn ausgewählt für diese eigentlich allgemeine Lektion? Er sagte, das beste Essen, was man essen kann, ist das, was man sich selbst durch die eigene Arbeit verdient hat. Nicht das, was man geschenkt bekommt. Und dann sagte er und der Prophet, Dawud, alayhi salam, er aß nur von dem, was er sich selbst mit seinen eigenen Händen erarbeitete. Warum der Prophet Dawud? Welchen Sinn macht das? Warum nicht irgendeinen der anderen 25 Propheten, die im Koran namentlich genannt werden? Warum Dawud? Weil Dawud, alaihi salam, König gewesen ist. Warum arbeitete er trotzdem? Weil es eine Frage der Ehre ist. Ich gebe euch eine Geschichte weiter, die mir mein Vater mitgegeben hat. Ihr kennt diese Weisheiten von den Vätern. Ja? Er sagte, schau, unter den Tieren gibt es verschiedene Eigenschaften. Ja, und ihr wisst, ein kleines Kind, der öffnet dann die Augen ganz groß, wenn es Tiergeschichten hört. Und er beschrieb mir den Löwen und den Tiger. Ja? Er sagte, das sind Tiere, die jagen, die versorgen sich selbst und sie essen von dem, was sie wollen. Und dann lassen sie einen Rest für die anderen. Und er sagte mir, er wollte mir mitgeben, sei so ein, also so ein Tier in Anführungsstrichen. Ja? Von dem andere Tiere auch noch etwas haben.
Ja, und wir alle, wir wollen Tiger sein, wir wollen Löwe sein. Ja, ist etwas, was uns anspricht. Aber wir wollen nicht die Maus sein, die dann am Ende zum Kadaver kommt und guckt, ob sie noch etwas abbekommt oder nicht. Und selbst wenn, ja, es ist nicht schön, so eine Maus zu sein. Das heißt, eine Frage der Ehre, liebe Geschwister. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ich brauche bitte deine Ruhe. Liebe Geschwister, ich habe vor einigen Tagen eine Apotheke besucht in Weinheim. Was hat mich nach Weinheim gebracht? Ein Bruder, der dort eine Apotheke aufgemacht hat, eine riesige Apotheke, ja? Die nannte er Idris Apotheke. Ich habe dort natürlich auch etwas gekauft und darauf bestanden, dass ich den normalen Preis bezahle, weil manchmal machen wir uns selber kaputt, oder? Ein Bruder hat einen Laden. Na komm, du bist ein Bruder, mach mal ein bisschen billiger. Achi, mach mal ein bisschen billiger. Und so machen wir uns gegenseitig kaputt. Nein, wir zahlen den normalen Preis. Das ist auch Ehrensache. Und dann sehe ich hier auf die, ja, man kommt rein, also das Schild ist auch von seinem Vater designt. Da hatte er den Namen Idris auf Arabisch in Herzform. Wunderschön. Idris Apotheke. Und dann sieht man hier, Inhaber, Herr El Idrisi. Subhanallah, der Bruder ist cool. Wisst ihr, was ihm einmal passiert ist? Er wurde einmal von der Polizei kontrolliert und er wurde gefragt, was machen Sie beruflich? Er sagte, ich verkaufe legal Drogen. Die waren erst verwirrt und sagten, wie machen Sie das? Und er sagte, studieren Sie Pharmazie oder öffnen eine Apotheke. Ja? Und schön ist, liebe Geschwister, sein Vater und seine Mutter haben nicht die Möglichkeit gehabt, überhaupt nur Abitur zu machen. Das ist eine typische Geschichte, die kennt ihr alle, ich mache sie kurz. Wir alle haben solche Geschichten. 7 oder 8 Personen leben in einer 3,5-Zimmer-Wohnung. 5 Kinder und manchmal der Onkel, Mama, Papa. Und jeder von diesen 5 Kindern hat studiert. Wir machen es uns manchmal einfach, oder? Wir sollten motiviert sein, inshallah. Und das ist etwas, das mich sehr stark motiviert hat. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, nutze 5 Zustände, bevor dich 5 andere Zustände ereilen. Nutze dein Leben vor dem Tod. Deine Jugend, bevor du alt wirst. Dein Vermögen, bevor du arm wirst. Deine Gesundheit, bevor du krank wirst und deine Freizeit, bevor du beschäftigt wirst. Bevor, ja, du kaum mehr Zeit hast. Liebe Geschwister, wir müssen diese Möglichkeiten, die wir hier haben, sehr ernst nehmen. Und es fängt schon frühmorgens an. Das fängt frühmorgens an, dass wir früh aufstehen, ordentlich frühstücken, ja, so Vollkornbrot und ordentliches Müsli, wenn was noch Energie für mehrere Stunden ausschüttet, dass man dann nicht unkonzentriert in der Schule ist, dass man 10, 15 Minuten vorher losgeht, damit man nicht mit Stress zur Schule erscheint, dass man dann, bevor der Unterricht jeweils immer anfängt, 5 Minuten mal ins Heft reinguckt, weil ich kann euch garantieren, die Hälfte der Lehrer, sprichwörtlich, die fragt immer, und was haben wir letzte Stunde gemacht? Und dann ist erstmal eine Minute Ruhe, stimmt's? Sei du doch dann derjenige, der sich meldet. Warum? Du hast es einfach abgelesen von deinem Heft. Und beteilige dich am Unterricht und sei es, dass du Fragen stellst. Und setz dich ganz weit vorne hin. Weil der Prophet auch, sallallahu alaihi wasallam, als Jibril, alaihi salam, ihn besucht hat, in Menschengestalt, hat Jibril sich auch Knie an Knie zu ihm hingesetzt. Dann kriegst du die ganzen Ablenkungen hinten nicht mit. Dann hast du praktisch keine Wahl, weil ja, der Unterricht ist genau vor deinen Augen. Und für einen Kalender, schreib dir auf, welche Hausaufgaben du hast. Wenn du keinen Kalender führst, du kannst nicht alles immer behalten. Nimm diese Aufgaben. Warum? Inna Allaha kataba
كتب الإحسان على كل شيء. Allah hat für jede Angelegenheit die Perfektion uns auferlegt. Und dann such dir Partner. Es müssen nicht Freunde werden, aber such dir Partner, mit denen du zusammen lernst. Was gesagt wurde über den Bruder Idris, Bruder Amin, er hat seine alten Freunde nicht vergessen, hat immer noch dieselben Freunde von damals. Aber such dir Partner, mit denen du lernen kannst, falls deine Freunde nicht von dieser Sorte sind, die diese Mühe aufbringen. Vielleicht kannst du sie noch ein bisschen ziehen, das wäre das Beste. Und dann musst du auch in dich investieren. Ist normal. Egal, welches Hobby man hat, man muss immer mit Kosten rechnen. Ja, Anmeldegebühr und monatlicher Beitrag und was weiß ich alles und Ausrüstung. Und kein Mensch, die wenigsten, die haben in allen Fächern Superstärken. Meistens gehen mit Stärken auch Schwächen einher. Und diese Schwächen, dafür brauchst du Nachhilfelehrer, eine Nachhilfelehrerin. Und die muss auch gut bezahlt sein. Deswegen investier. Und es ist die beste Investition. Als älterer Bruder gesprochen, überlegt doch mal, wollt ihr nach 9 Jahren Schule schon ins Arbeitsleben entlassen werden? Und da ist es richtig knallhart, da weht der Wind eisig. Die Chefs können euch anschreien. Und was macht ihr? Da seid ihr nicht mehr der Boss. Vorher wart ihr es auch nicht, aber man konnte sich noch einbilden. Der schmeißt euch einfach raus. Kommt einmal zu spät in 6 Monaten, er kann euch einfach ohne Grund rausschmeißen. Bleibt doch lieber länger in der Schule. Und das haben wir drauf. Durch Nachhilfe mindestens. Warum habe ich meinen Schlüsselbund dabei? Wenn du eine Ausbildung hast oder nach der 9. Schule abgehst, dann hast du einen kleinen Schlüssel, weil du nur einen Beruf gelernt hast. Und was ist, wenn es da schon genug Leute gibt? Und ihr wisst, die wirtschaftliche Lage ist nicht die beste. Wenn du Real hast, dann hast du schon ein paar Schlüssel mehr. Aber wenn du Abitur gemacht hast, ist ein ganzer Schlüsselbund, den du hast. Und du wirst schneller Arbeit bekommen, du wirst eine bessere Arbeit bekommen, eine besser bezahlte Arbeit bekommen und all diese ganzen Vorteile gehen damit einher. Und es ist ein schönes Leben, das Studentenleben. Ja, es ist auch stressig, aber es ist schöner, als wenn man in Ausbildung ist oder als wenn man bereits arbeitet, liebe Geschwister. Und diese Möglichkeiten, subhanallah, sie sind uns, ja, sehr leicht. Was glaubt ihr, warum Menschen ertrinken, während sie hierher flüchten? Nicht alle kommen aus einem Kriegsgebiet. Nicht alle kommen aus einem Kriegsgebiet. Aber sie wollen eine bessere Zukunft für ihre Kinder. Sie wissen, sie werden hier hart arbeiten, einige werden schwarz arbeiten, etc. Aber sie denken, ja, aber meine Kinder werden es dann besser haben. Unsere Eltern, die haben diese Vorarbeit geleistet, liebe Geschwister. €28 kostet ein Tag für einen Gymnasiasten. 28 Euro. Aber wenn du in der Realschule bist, nur 23 Euro. Warum nimmst du das billigere Angebot? Wenn du studiert hast, Medizin, hat der Staat 200.000 Euro in dich investiert. Warum nimmst du dir nicht das Geld? Warum investierst du nicht in dich? Warum bist du nicht dein Auto, was du aufmotzt? Bildung, Bildung, Bildung und hier und da und da und da und da. Ja? Liebe Geschwister, viel, was ich euch sagen wollte und einiges, was ich leider auch kürzen muss, aufgrund dessen, dass die Zeit immer pocht. Lasst uns an dieser Stelle, inshallah, Spenden für die Gemeinde sammeln. Ihr wisst, wir haben unsere regelmäßigen Kosten, Strom und Miete und Wasser und auch die Aktivitäten brauchen eine Finanzierung. Und an dieser Stelle möchte ich euch sagen, dass das Lernen an sich eine gottesdienstliche Handlung ist, wenn es, wie gesagt, etwas Erlaubtes ist und mit der richtigen Absicht. Warum? Allah Ta'ala ist Al-Alim. Und Ibn al-Battal, einer der großen Gelehrten, er sagte, man muss ja diese Namen bewahren, weil der Prophet sagte über die 99 Namen von Allah Ta'ala, man ahsaha Dakhala al-Jannah. Derjenige, der die Namen von Allah bewahrt, der wird das Paradies betreten. Ibn al-Battal, er hat gesagt, ein Großgelehrter, er sagte, bewahren bedeutet 4 Dinge. Erstens, dass du diesen Namen im Menschenmöglichen umsetzt. Das heißt, Allah ist der Wissende, du sollst auch der Wissende sein, im Menschenmöglichen. Zweitens, dass du das Göttliche an diesem Namen respektierst.
Davor solltest du Ehrfurcht haben, weil Allah weiß alles. Das sollte in uns Ehrfurcht erwecken. Drittens solltest du eine Hoffnung haben. Beispielsweise, du wurdest unschuldig verurteilt oder man beschuldigt dich fälschlicherweise. Aber du hast die Hoffnung, weil Allah ja alles weiß, dass es eines Tages auch dir helfen wird. Spätestens am Tag des Gerichts. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus. O Allah, ich bitte dich, wir bitten dich mit all deinen Namen, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienmitglieder und seine Gefolgsleute und erwecke uns auf am Tag des Gerichts unter diesen geehrten Gefolgsleuten und lasse uns Nachbarn von diesen sein im Paradies. O Allah, bitte vergib uns unsere Sünden und helfe uns, sie loszuwerden und helfe uns, unsere Gebete in der richtigen Zeit zu verrichten, aus Liebe, aus Sehnsucht heraus. Und bitte helfe uns, Besseres zu wirken, O Allah, in dieser Welt, für Besseres zu sorgen, O Allah. Und bitte helfe den Vertriebenen, den Bekriegten, den Gefolterten, den Gefangenen, den Kranken, den Bedürftigen. Und lasse uns unser Möglichstes tun, um all diesen Menschen helfen zu dürfen, O Allah. O Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat und schenke uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.